ist. Da war ich auch drauf. Ich könnte auch etwas essen. Ja. Ja. Dann machen wir die Industrie weg. Machen wir den Dominik weg da. Ja, ich bin schon weg. Ach, Großherzogin Elisabeth, ja. Ja? Oder? Ach, ich fahre gleich nach Hamburg, ist ja viel mehr wohl. Nee, auf der Stadtrad Lebkuchen. Ja, das war's. Vorne auf dem Bug, in der Ortsee und dann kommt die Welle und dann fliegt es einfach 20 Meter runter, das Ding. Ich habe auch Helgoland gesehen, wie da zwischen Helgoland und der Düne mitgefahren ist. Toll. Helgoland, mit der? Also ich war ja auf Helgoland, da ist ja gerade so ein Glück gefahren da. Ja. Sah geil aus. Guck mal die Deutschlandfahrer an da oben. Geil war ich, warte bei dem. Auf der Lehmkuhl. Ich bin auch in Bergen eingelaufen, also musst du da ein bisschen mitarbeiten, ne? Wollen die anlegen? Ja. Ja, mit Sicherheit, dass wir hier nicht hier reinfahren, ne? Das scheint so, ne? Und die Lehmkuhl hat ja Masthöhe, also war glaube ich 90 oder 100 Meter lang. Ja. Masthöhe 52. Wenn du da raufklettern bist, das war. Also arbeiten trotzdem nicht mit 40 Meter und dann nochmal. Da fahren wir immer noch die höchste Strickleiter rauf. Zu einhaften und ganz hoch. Ja, ganz hoch. Wir sind den Bergen rein zwischen den Schereninseln da, war kein Wind mehr, sind mit dem Motor gefahren. Ja. Wieder raufgeklettert, jetzt ist es runter. Ich habe so ein Schiff hinterher. Und das ist nur so. Halt, hältst du nur noch ein Fahrending? Es wird nicht gefahren, nur durch die gefahren. Ja. Das geht einfach 50 Meter ins Wasser. Konnte ich auch nicht am ersten Tag machen. Am ersten Tag bammel, wenn du die erste Wand hochgehst, dann hast du drei Stufen. Dann wird mal 10 Meter über mehr oder 8 und dann in die 12 Meter. Die Wand. Ja, ja. Ich weiß nicht, ob die so. Ich glaube, der wird. Sie sind so dick, wenn du die triffst, dann schon. Ja, die werfen erst Tunnelein. Nachziehen. Dünnlauf mit dem Gewicht dran, ne? Ja. Je nachdem. So genau, geschossen und bleib. Ja, bei der Marine haben wir den auch mal geschossen. Ich glaube ja, also bei den Fährschiffen so auch, du musst bam, bam, und dann raus. Du musst ja aufeinander aufpassen. So. Ja. Staffel ist gerade. Schoner ist mit Dreimast? Ich meine, ab Dreimast ist ein Schoner. Ja. Stimmt, mit Dreimast ist eine Bar. Ja. Ne, eine Bar ist dann aber auch Staffel geringt. Da gibt es die hinten vorne voll. Ja. Rasegler, genau. Wie die Gorch-Fock zum Beispiel. Genau. Das Lehmkuh war auch Rasegler, Dreimast. Ich hab nee, das hinten, das heißt noch Dach, aber das gerade ist halt noch Dach. Ja. Nee, die vorderen beiden Masten waren quer, der hinten lang. Das war dann die. Das war eine Brieg, glaube ich. Ja. Dreimast, zweimal und drei Masten alle quer ist dann ein Vollschiff, oder? Ja. War das vier Masten quer, ein Vollschiff? Du weißt es auch nicht. Aber so kannst du es nicht. Ja, hab ich keine Ahnung. Ich weiß es nicht, ob die Leinen Bürger vielleicht wahrscheinlich erstmal mit dem Heck anlegen wollen. Ne? Jetzt hört er wieder zurück, wird der mit dem Wind rangeschrieben. Gibt
Da versucht sie jetzt wahrscheinlich hier ranzuzüngeln. Hm? Keine Windschoner da drauf, das Mikrofon. Ja, das geil. Ist also bis cool. Drei. Ja, bis Windstärke 3 läuft das? 3 oder 4, das ist angeblich. Aber 4, da also, man muss ich auch schon mal noch mal die Hand davor halten. Warte mal, was sagst du? Ja. Ah, jetzt sitzen sie da. Ja, deswegen so sitzt man als erstes fest, wahrscheinlich. So, jetzt rennt er hier rein, dass er jetzt hier rüberkommt. Dann machen wir den hinten fest. Gibt er nochmal Gas, wahrscheinlich nach vorne, so wie wir es da nichts gemacht haben. Da, der dreht wahrscheinlich, ne? Ja, er will jetzt hier rüberkommen, dass wir hier festmachen können. Wir waren das wie früher, ne? Mhm. Ganze Ruhe macht er das, ne? Backbord Anker geschmissen, da kann ja nicht viel passieren. Nee, von da kommt der Wind. Ja. Aber ich weiß nicht, ob man einen Anker werfen muss. So der liegt gleich die Schlaufe da ganz locker selber drüber. Der liegt gleich die Schlaufe da ganz locker über. So. Also mal so eine Sache. Thank you.
Fischbrötchen weiter, weil bis wir fertig sind, hat er dann angelegt. Thank you.
wenn von euch mal eben so Stellen auch richtig positionieren, dass der richtig am Schiff, dass der richtig gleich seine Bier hängt, ihm mal Anweisungen geben, die helfen müssen, für die Leute da haben. Ja, super doch. Ja, auch. So, so, dann noch ein bisschen drüber. Ja. Jetzt ist die eigene Strategie.
Das können die gleich machen, ne? Nö, die können auch was machen. Die sollen auch mal noch, ne? Genau. Bitte? Machen die hier mit Stoppersteg fest oder was? Hallo! Moin! Hi! Ja. Okay. Guck, da kommt die Versorgung. Sieh mal dran! Nichts aufs Rind dafür! Also runterkommen, den Scheiß selber machen, wa? Ja? Was seid ihr für eine Truppe da jetzt an Bord, irgendwie alles zusammengewürfelt? Wir sind Nautiker, wir kommen aus Elzfeld. Ja. Auf einer Ausbildungsfahrt. Super. Ja, das ist unser Segelspiel. Wie lange bleibt ihr hier? Ein paar Stunden Frischwasser holen und wieder abhauen. Echt? Ab. Da vorne gibt es leckere Fischbrüche. Jetzt ohne Scheiß. Ohne Scheiß. Da gibt es die besten Fischbrüche. Ernsthaft? Ja, ohne Scheiß. Umsonst? Nein, wir können mal 200 bringen, oder? Die sind für kleines Geld, ich glaube so um die 3 Euro rum. Ja, aber solche dicken Dinger und schön frisch. Und frisch gemacht direkt. Das sind Baguettebrötchen, sind das. Das sind gar keine normalen Brötchen. Direkt da rechts am Steg. Auf dem Steg drauf. Seid ihr denn hier? Nee, wir sind gerade weggelaufen, Leute. Wir haben schön gerade hinter uns. Viel Spaß. Tschüss. Ja, tschüss. Die mitkommen, die leiden später.